Team Delta ist unterwegs zu einer Kindertagesstätte. Eine besorgte Mutter meldet einen Notruf und eine beunruhigende Situation. Notruf Feuerwehr Köln. Hallo, hier ist Corinna Zielke. Ich stehe hier vor der Blumenwiese im Kindergarten in der Brücker Straße. Mein Sohn, alles zu und ich sehe keine Erzieherin und mein Sohn liegt da drin alleine. Ist er bewusstlos? Er bewegt sich nicht, er reagiert nicht auf meinen Klopf. Und Zielke, bleiben Sie vor Ort, die Rettungskräfte sind unterwegs. Die Mutter ist völlig verzweifelt und bangt um ihren Sohn. Mein Sohn, der floh! Was ist mit Ihrem Sohn? Der ist da drin! Mir geht's nicht gut, Sie müssen sofort das Kind rausholen! Okay. Hast du drei? Okay. Keine Erzieherin! Schneiden Sie mal ein Fenster ein! Okay, alles klar, gut. Ja, drei Kinder. Schneiden Sie mal ein Fenster! Kinder! Da ist mein Sohn, der floh! Kommen wir nicht rein? Die bewegen sich gar nicht. Sind hier Sie sind auch eine Mutter? Ja, schau mal! Kindernotfälle sind in der Regel immer sehr stressig. Alle sind immer sehr aufgeregt. Die Mütter und Väter, wenn die ebenfalls an der Einsatzstelle sind, sind immer ein Faktor, der zu noch mehr Aufgeregtheit führt. Die Kinder, die halt dort auf dem Boden lagen, man konnte jetzt nicht genau sehen, was jetzt der Grund war. Also sie haben sich zumindest noch bewegt. Bei dem Jungen, der hinter der Spielburg lag, er hat sich nicht mehr bewegt. Dementsprechend war dann halt auch höchste Eisenbahn geboten. Wie kommen wir da jetzt rein? Ja, verstanden. Okay, Feuerwehr rollt. Ist unterwegs, gut, alles klar. Lasst uns mal aufteilen und mal rechts und links um die Ecken gucken. Keller, Fenster, ja, wir schauen, wir müssen irgendwie Fenster gucken, dass wir da reinkommen. Wir haben uns dann ein Bild von der Lage gemacht und das heißt für uns dann natürlich über die Leitstelle Alarmierung von entsprechenden Kräften, das heißt in diesem Fall die Feuerwehr. Wir wissen nicht, was im Innern passiert ist. Wir wissen nicht, ob da möglicherweise technische Gase im Spiel sind. Also wir können nicht einfach blindlings Scheiben einschlagen, ohne zu wissen, was sich darin abgespielt hat. Die Kollegen der Feuerwehr rücken an. Bei Einsätzen mit unbekannter Gefährdungslage ist besondere Vorsicht geboten. Noch weiß niemand, warum und wie lang die Kinder schon bewusstlos sind. Wie viele Erzieherinnen gibt es denn hier? Eine? Eigentlich zwei. Okay. Aber ich habe gerade auch schon angerufen, aber die gehen nicht ran. Geht nicht ans Telefon. Und wie ist das normalerweise um diese Zeit? Ist immer, also sind immer zwei da. Was passiert hier? Die Kinder liegen da, denen geht's nicht gut. Also, da sind drei Kinder, die sich einigermaßen bewegen. Zwei, es geht ihnen nicht gut. Wir müssen hier jetzt zügig rein, wir wissen nicht, was es ist. Keine Ahnung. Der Einsatzleiter entscheidet, einen Stoßtrupp mit Atemschutzmasken ins Gebäude zu schicken. Was sind Sie denn? Das dauert ja ewig hier. Hier ist keiner drin. Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig. Ganz ruhig. Sie dachten, die Feuerwehr ist drin. Ja. Wo denn? Die ist auch drin. Ja, sehe ich nicht. Sie sollen sich doch beeilen. Wir wissen doch nicht, was Bleiben Sie ruhig. Bleiben Sie ruhig. Sie arbeiten sich mit Ihren Messgeräten vorwärts. Noch zeigen die Messgeräte keine giftigen Dämpfe. Daher ist völlig unklar, warum die Kinder ohnmächtig sind. Auch von der Erzieherin fehlt jede Spur. Okay, gut. So. Alles klar. Sie haben alle drei Kinder da drin? Ja. Die beiden haben sich bewegt. Ich gehe direkt zu ihm. Hallo. Franco. Okay, Atemwege. Atmung. Machen wir einen Gürtel oder was jetzt? Ja, holen Gürtel. Und dann wollen wir ab. Ja, wir hatten ja eine gewisse Manpower, sodass wir alle auch uns um die Kinder zeitgleich kümmern konnten. Von außen haben wir schon gesehen, dass die beiden Kinder, die vorne lagen, sich bewegt haben, sodass ich sofort gesehen habe, okay, die beiden sind soweit nicht stark verletzt, sie können sich somit noch adäquat äußern. Kein A-Problem, kein B-Problem. Super. Gürtel. Kein C-Problem. Gut. Hallo, Lukas. Der Junge hat auf Ansprache nicht reagiert. Neben seinem Kopf lag Erbrochenes. Wir haben zunächst geguckt, ob die Atemwege frei sind. Er konnte auch atmen beidseits. Der Kreislauf war kompetent. Er hatte eine gute Durchblutung, einen guten peripheren Puls, sodass der Patient oder der Junge zwar bewusstlos war, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Neben der Unfallursache beschäftigt die Rettungskräfte auch das Fehlen der Erzieherin. Habt ihr jeden Raum schon durchsucht? Ja, wir sind jetzt nur in den großen Räumen nach vorne gewesen und hier in dem Raum und da hinten haben wir noch nichts. Okay, durchsucht. Gut. Also noch nicht alle Räume durchsucht. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir das. Ja. Geh du mal vor. Das heißt, wir werden das in die Küche gucken, ob da was zu essen findet. Ich auch. Hier ist noch eine bewusstlose Person. Wo denn? Wir brauchen zusätzlichen Sani. Eine Person liegt hier noch am Boden. Hier, Kollege führt euch hin.
In einer solchen Lage ist es grundsätzlich so, dass wir dann auch den Rest des Gebäudes durchsuchen und haben dann schließlich in einer Küche die junge Frau gefunden. Ganz offensichtlich die Kindergärtnerin oder eine Verantwortliche. Wie sieht's aus? Ansprechen? Ja, so ein bisschen. Ist halt ein bisschen eingetrübt. Die ist wohl hier von dem Schrank runtergefallen, weil sie die Wischlappen zum Aufwischen von dem Erbrochenen holen wollte. Aber okay. Bei den Kindern. Ja. Karin, ja. Kannst du Schaufeltrage, Vakuummatratze fertig machen dann? Ich wollte gerade mal erinnern, ganz kurz für euch zur Kenntnis, ja. Könnte sein, dass es sich um eine Nahrungsmittelvergiftung handelt. Es könnte sein, weil die beiden Kinder, die da draußen... Was haben die sind, Kinder denn gegessen? Wir haben mal gucken, wer, welche Person das ist. Ist das die Leiterin? Das ist die Leiterin. Das ist die Leiterin. Mensch, wann was denn passiert? Und was denn? Wir hatten Nudeln mit Soße. Nudeln mit Soße? Und dann noch den Nacht. Nachtisch? Was für Nachtisch haben Sie denn gegessen? Vanillepudding. Ja, der Vanillepudding. Haben Sie alle gegessen? Also, da könnte die Ursache liegen. Ganz gut. Wie viele Kinder haben Sie denn hier gehabt heute? Drei ja. Kinder? Pass auf, gut, okay. Weitere Personen sind hier nicht im Gebäude gewesen? Ich hole eben die Schaufeltrage und dann tun wir sie ins Auto und guckt Verena sich ja ein bisschen ansprechbar. Ne? Ja, Guck mal, rechts habe ich was gesehen am Hals. Guck mal ein bisschen tiefer. Ich weiß nicht, ob das von der Kopfplatzwunde ist. Ich hole mal gerade den Rest aus dem Auto. Okay, ich untersuche Sie einmal ein bisschen weiter, ja? Es hat in der Kindertagesstätte ein Mittagessen gegeben und zum Dessert gab es einen entsprechenden Pudding. Alle Beteiligten, die wir befragen konnten, die wir befragt haben, hatten einvernehmlich geäußert, dass sie von diesem Pudding gegessen haben. So vermuten wir, dass die Ursache in möglicherweise verdorbenen Lebensmitteln liegt. Nach der Versorgung der Kinder muss sich Verena Fabius auch um die Erzieherin kümmern. Diese ist von Sanitäter Jannik Brandner schon durchgecheckt worden. Doch ihr Zustand ist kritisch. Hallo. Ja, müssen wir gucken. Sie hat hier rechts eine Schulterverletzung. Das ist blau unterlaufen. Ich nehme mal an, dass das irgendwie frakturiert ist oder so. Okay. Müssen wir mal schauen. Deswegen, die Karin holt die Schaufeltrage und macht die Wackenmacht. Schauen Sie mich mal an. Gut. Kopfschmerzen? Ja, der Kopf. Ja, okay. Wo tut's weh? Hier? Ja, und hinten. Hier auch? Ja. Sind Sie auf den Kopf gefallen? Ja. Machen Sie noch mal die Augen zu, bitte. Und jetzt gucken Sie gleich noch mal an die Decke. Augen aufmachen. Jetzt vier Hände. Gut, wunderbar. Zunge mal rausstrecken. Wie sieht's mit Lukas aus? Hat er irgendwelche Vorerkrankungen? Nein, gar nicht. Keine Vorerkrankungen? Keine Allergien. Hat er Allergien? Nein. Okay. Der nimmt auch nichts. Er ist topfit eigentlich. Keine Medikamente? Nein. Okay. Es kann sein, dass er aufgrund des Ganzen jetzt mit der Lebensmittelvergiftung, was bei so einem kleinen Körper schnell geht, ja. Der wird ja wahrscheinlich einen Schock haben. Können Sie sich bewegen? Ich weiß nicht. Was hat er mit einem? Ja, die Beine sind das, das klappt alles. Das ist okay. Das habe ich gerade schon gesagt. Tun Sie den mal zur Seite, dann machen wir mal achsengerecht hier. So, das hat jetzt nicht wehgetan. Und hier? Ich habe den 120er Frequenz. Lukas, ich brauche auf jeden Fall noch EKG, hier habe ich noch nicht geschafft. Ich habe einen Blutdruck jetzt, der Blutdruck war aber 140 zu 70. Ja. So, Verena ist noch drüben, ne? Nicht den Kopf bewegen, ja? Okay, das sieht gebrochen aus. Ja. Die Erzieherin hatte eine Prellung bzw. Schürfmarken am Kopf sowie eine Klavikulafraktur, sprich eine Schlüsselbeinverletzung rechts. Komm, Lukas. Komm mal, werd mal wach wieder hier. Okay? Komm, Lukas. Hallo. Werd mal wach. Also, Augen sind so weit auf. Isochor. Okay. Ja. Komm, ja. 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 Lukas. Super. Na, ja. Alles gut, alles gut. Bleib mal kurz liegen. Alles gut. So. Was machst du für Sachen? Genau, ich habe eine Sättigung von 99. Lukas. Mach mal EKG nochmal dran. Lukas, du bist mal ein bisschen ohnmächtig geworden, okay? Was ist denn passiert? Du hast was Schlechtes wohl gegessen. Weißt du, was passiert ist? Nein. Du bist jetzt noch im Kindergarten. Hm? Okay, weißt du nicht, was passiert ist? Oh Gott, Lukas, Gott sei Dank. Gut, ganz ruhig. Übernimmst du, ich werde dich noch ein bisschen verkabeln. Kommst du klar? Da alle eben die gleiche Symptomatik geboten haben und auch alle diesen Vanillepudding zu sich genommen haben, liegt die Wahrscheinlichkeit dieser Nahrungsmittelvergiftung schon deutlich vor einem, muss man sagen. Milchprodukte, Eierprodukte sind alle sehr anfällig für Salmonellen oder auch bestimmte Staphylokokkenkeime. Tut das weh? Nein. Tut nicht weh. Gut, der Bauch ist auch schön weich. Okay, klasse. Der Kollege kommt gleich, ja, und nimmt Ihren Sohn noch einmal mit ins Krankenhaus. Ich kann auch mitfahren dann. Sie können da wahrscheinlich auch mitfahren. Ja, okay, super. So, wo sind denn die anderen beiden? Hast du gehört? Dann fahren wir gleich mal im Krankenhaus.
Können wir Krankenwagen fahren? Wie ist mit euch? Bauchschmerzen. Aber geht. Ne? Nicht so schlimm wie beim Lukas. Ne? Habt ihr euch auch übergeben? Nein? Habt ihr viel von dem Mittagessen gegessen? Oder hat nicht so geschmeckt? Zwei haben gegessen. Zwei Stück habt ihr gegessen. Okay. Florian und Johanna ging es ja, als die Eltern dann auch da waren, auch schon wieder etwas besser. Sie haben sich gut mit uns unterhalten, hatten keine richtigen Bauchschmerzen. Der Bauch war weich, nicht bretthart, was jetzt irgendwie einen Akutaufenthalt in einer Klinik erforderlich macht. Man bietet den Eltern natürlich immer an, einen Check-up im Krankenhaus zu machen. Bei den beiden war es nicht zwingend erforderlich. Die Erzieherin wird in den Rettungswagen gebracht, wo sie medizinisch weiter versorgt wird. Wir haben die Kripo bestellt. Wir müssen hier einen Tatort draus machen, weil wir davon ausgehen müssen, dass es vorsätzlich passiert ist. Okay. Alles andere wäre wunderbar, wenn es sich nicht so ergibt. Aber wir müssen es erstmal machen. Deswegen sperren wir hier ab. Wir warten auf weitere Kräfte, klar, insbesondere auf die Kripo, Spurensicherung. Ja. Und dann geben wir den Kindergarten wieder frei danach. Ah, super, okay. Aber es deutet darauf hin, dass es sich tatsächlich um eine Lebensmittelvergiftung handelt. Ne? So wie das aussah, also mit dem Hautchlorid und mit dem Erbrochenen, okay, auf jeden Fall. Ne? Okay. Weil er war ja auch relativ fix wieder da. Ne? Ja, das ist ja bei so kleinen Kindern so. Okay. Gut, dann melde ich das der Leitstelle. Ihr gebe ich ab. Ne? Okay. Alles klar. Wir betreiben eine sogenannte Sicherstellung. Also dieser Kindergarten ist, sobald alle Verletzten geborgen und versorgt sind, ist das ein Tatort, wird das gesperrt. Die Kriminalpolizei wird unterrichtet. Die wird hierher kommen, wird eine Probe von dem Pudding nehmen, beziehungsweise von dem, ich sag's mal so, Erbrochenen, um zu analysieren, worum es sich wirklich handelt. Bei der labortechnischen Untersuchung des Vanillepuddings wurden Staphylokokken festgestellt. Allen drei Kindern geht es wieder gut. Die Erzieherin hat sich bei dem Sturz das Schlüsselbein sowie einen Rückenwirbel gebrochen. Sie ist auf dem Weg der Besserung.